Couch TV. Yeah. With Torsten. Hello, hello. Hey now. Loves you, baby. Baba Booey. Thank you. Hey now. Hey now, Brittany Andrews. Ich hatte letzte Woche ein Problem, das ja so angestaubt, so archaisch, wie etwa, wenn ich gesagt hätte, oh, ich konnte dich nicht zurückrufen vor der Telefonzelle, waren so viele Leute. Oder, ja, ich hab's nicht geschafft, mein Farbband war leer. Ich hatte Bandsalat. Das kennt nur noch jemand, der diese grauenvollen Kassettentapes kennt. Und jetzt sagt ihr natürlich, ja Oma, ne, hast du deine ganzen Sachen auf Kassette? Das ist schon gut. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Nerd, wie es gibt Leute, die sowas machen. Das hat mir mal einer erzählt, dass er seine gesamten LPs auf, das war so diese Zwischenstufe, auf CDs gebrannt hat. Dann kam die Möglichkeit, das zu MP3 zu komprimieren, und da hat er diese CDs dann, also das waren hunderte, tausende vielleicht, die hat er dann wieder auf MP3, und wer weiß, was jetzt noch kommt. Das mache ich natürlich nicht, aber ich habe eben noch aus den alten Zeiten einige Schätze, und nicht, dass ich das jetzt mit dem Gerät rumlaufe oder so, aber jetzt sagt ihr Klugscheißer mir mal beim Rasieren. Jetzt könnte man natürlich was konstruieren aus seinem MP3-Player, da könnte man was pluggen und da könnte man das kompliziert an Lautsprecher. Ja, aber da hat man einen Haufen Geräte da, die man ins Bad schleppen muss. Das mache ich natürlich nicht. Ich habe noch ein kompaktes Gerät, Mini-Ghetto-Blaster oder wie sie es damals in Miami Vice genannt haben, als das noch nicht alles so amplifiziert war, einen Slum-Beschaller. Das höre ich eben im Bad beim Rasieren, die, weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde. Und da hat sich dann tatsächlich das Band, das hat sich so grauenvoll. Also es gibt viele Sachen, die früher, man muss nicht immer so, dass alles besser geworden ist, und es war auch nicht alles schlecht, aber das Zeug, das vermisse ich ja nun wirklich nicht. Genauso wie dieser Kult, der jetzt erfreulicherweise wieder kommt mit den Vinyls, deswegen habe ich jetzt bis auf eine Lou Reed-Platte, habe ich glaube ich alle meine Platten jetzt verkauft, Plattenspieler schon vor Jahren. Diese Nostalgie, was Technik angeht, habe ich jetzt überhaupt nicht. Ich habe es ein bisschen in der Einfachheit, dass man nicht so kontrolliert ständig gesagt kriegt, was man darf. Wir haben das gesehen in den Jahren 20, 21 und auch noch große Teile von 22, dass da eben Leute, denen man nicht anvertrauen würde, die Blumen im Urlaub zu gießen, weil die zu blöd dazu sind, dass die jetzt also entscheiden, wie man sich zu verhalten hat, was man tragen darf, wo man hingehen darf. Ganz schlimm ist sowas. Das war früher in der Tat besser. Und natürlich, dass das nicht so überrannt war. Die sind alle ausgeblendet. Haben die alle keine Computer? Zu Hause, da haben die nur ihr scheiß Handy, dass das so wichtig ist, dass wenn man die Straße überquert, dass man da auch noch drauf gucken muss. Was macht man denn, wenn man zu Hause ist? Dann sitzen sie und gucken aus dem Fenster oder was? Es ist doch eine Zeit dafür, dass man, wenn man unterwegs ist, da ist man doch froh, dass man nicht, also ich bin das. Ich habe die ganze Zeit, habe ich einen Computerschirm vor der Nase. Ich bin so froh, dass ich nicht draußen, ich stell das immer ab, ich bin nie zu erreichen. Ich hab die nie erreicht. Ja, weil ich das nicht will. Ich rufe dann irgendwann zurück. Ja, das geht eigentlich anders. Aber es ist doch fürchterlich, wenn man draußen nicht mitkriegt, wo man geht. Und es ist ja nicht so, dass in der Stadt keiner kommt. Jetzt mit den leisen Autos, jeder zischt auf diesen Rollern rum. Und da stehen immer diese Kanacken drauf und umarmen sich zärtlich. Die lieben diese Dinge, diese Elektroroller, die man überall mitnehmen kann. Ja, und natürlich das, was ich vor Monaten schon gesehen hatte, weil ich immer die Florida News da angucke, da trieb ja dieser riesige Blob, diese 80.000, also riesig, das konnte man vom oben aus dem All konnte man das sehen, diese
riesige Masse an Seegras, Sargassum, das ich ja schon als leider einer der ersten mitgekriegt hatte, als ich an den ehemaligen Traumstrand nach Tulum nach 12 Jahren oder was wieder gefahren bin und versprochen, das ist sensationell. Wäre es, hätte es, war super, hätte sein können, nur wenn du da durch 6-7 Meter breiten Gürtel von diesem matschigen, stinkenden Zeug warten musst und das berührt dich, das ist widerlich. Naja, und der ist jetzt aus dem Atlantik auf die Küsten von Florida und natürlich auch die Karibik zugetrieben. Diese Springbreaker, die sind die ganze Zeit breit, jo, denen wird das relativ wurscht sein, aber wenn man da als Freund des Strandes hinfährt, dann ist es vorbei. Und es soll angeblich kommen aus Afrika, wie immer schuld, weil die da irgendwas überdüngen und dadurch wird dieses Zeug extrem angeregt. Dadurch wächst es wie die Hölle und natürlich auch, weil das alles überfischt ist und sicherlich hätte es irgendwas gegeben, irgendwelche Tiere, die das fressen, gibt's nicht mehr, weil die alle tot sind. Also es ist eine wunderbare Welt. Ich habe einen guten Dialog gehört. Dennis Leary, Komiker, Schauspieler, der Co-Creator meiner absoluten Lieblingsserie, der besten Serie, die jemals lief, die jemals gemacht wurde. Nicht die Sopranos, wie alle sagen. Wenn du die heute guckst, ich habe das nochmal versucht, die Sopranos, da schlafe ich ein, ist das langweilig und langsam und gerade die ersten sind beschissen, fürchterlich. Nein, nein, es war die Show The Job von ungefähr 99, 2000. Sensationell. Gab nur 16 Folgen, jedes einzelne Meisterwerk. Aber kennt natürlich kein Mensch, weil es gut ist und weil es sind nicht die guten Kommissare, wie diese Trampel da im Tatort, die dann und am Schluss lösen sie den Fall. Nee, nee, das sind faule Bullen, die auf keine Fälle lösen. Leary war also auf den Turks und Caicos, das sind so Karibikinseln, auf die ich auch fast gekommen wäre, wenn mich die scheiß Karibik damals nicht so angekotzt hätte. Noch nicht wegen dem Seegras, sondern wegen den vielen Arschlöchern, die auf den Inseln sind. Nicht ausdrücklich auf Puerto Rico, da waren die cool, aber diese anderen Scheißinseln da, diese San Thomas und diese Virgin Islands und dieses wie heißt das, französisch, holländisch, Saint-Martin oder Saint-Martin, beschissene Arschlöcher sind da. Einzig Gute war die Milliardärsinsel St. Barts, die ist cool, aber da kann man nicht direkt wohnen, da kann man zwar hinfahren mit dem Boot, kann man schon wohnen, wenn man 1000 die Nacht ausgeben will. Und die Turks und Caicos sind auch so, aber ich war so abgenervt von der scheiß Karibik. Und damals war, wie gesagt, der Strand auch einigermaßen okay, aber diese einheimischen Arschlöcher, das war, die sind mir so auf die Nerven gegangen, zum Kotzen war das. Also ich fahre nie wieder in die scheiß Karibik. Jedenfalls geht es also drum, Turks und Caicos, sagt Leary, ist sensationell und Stern war da, sagt fürchterlich, Anders, ja, jammert ja sowieso, der Quetching, sagen die Juden dazu, der jammert sowieso die ganze Zeit rum und sagt dann, es war ein Albtraum, es war fürchterlich, wir hatten Ameisen im Zimmer, es war grauenvoll und ich bin früher abgereist und Leary sagt dann, ich habe keine einzige Ameise gesehen, ich habe Keith Richards gesehen. Der also offensichtlich da entweder Urlaub macht oder ein Haus hat auf den Turks Caicos und Leary also morgens am Strand lang geht und dann taucht Keith Richards aus dem Wasser aus mit abgeschnittenen Jeans und diesem ganzen Zeug, was er da im Haar hat und die um die Kippe anschnort. Das war ein witziger Kommentar. Nee, ich habe keine Ameisen gesehen, ich habe Keith Richards gesehen. Von einer Weile war das ja, da haben sie sich alle überschlagen, dass bei einem eventuell kommenden Stones-Album eventuell die zwei noch lebenden Beatles dabei sind und bei einem Song beisteuern. Und ob er da jetzt Bass spielt, das ist doch völlig unwichtig. Die größte Sensation, und deswegen meine ich, die sollten mehr mich fragen, die wäre, wenn die Stones, die haben eine Meet Rhythm Section, die völlig in Ordnung ist, da gibt's nichts zu meckern, diese beiden dicken Typen, die da spielen, die sind völlig okay, aber sind halt keine Persönlichkeiten. Das wäre die absolute Sensation, wenn die Stones die Rhythm Section von den Beatles nehmen würden, die sich zusammentun, die Gage teilen und ausgewählte Konzerte zu Preisen machen würden, die sich nur richtig reiche Superfans leisten. Also da geht das Paket los ab 10.000, meinetwegen, geht hoch bis, weiß ich, $1 Million, um zu sehen, die größte Sensation aller Zeiten, dass die Beatles mit den Stones in einem Konzert sind. Und man könnte die Songs aufteilen. Ich glaube, man würde hinkommen und könnte 2 Stunden füllen. Ja, und wenn das zu anstrengend ist für Ringo oder für McCartney, dann lässt man halt die Meat-Typen mal ein paar Songs spielen. Aber das wäre doch der
absolut der Hammer, wenn McCartney, Ringo Starr zusammen mit Ron Wood, Keith Richards und Mick Jagger quasi die Abschiedstournee machen, weil wie, also Tournee meine ich auch nicht, dass die jetzt da in Dinkelsbühl rumtingeln, sondern die machen New York, L.A., vielleicht noch irgendwo in der Mitte, ich weiß nicht, irgendwo in Texas oder was weiß ich, wie das da heißt, da in Dings. Also muss halt, das müssen halt Superdomes sein, damit sich das lohnt. Oder, noch besser, vielleicht gar nicht so groß, etwas intimer, aber dafür halt extrem teuer. Eine, zwei in Europa, vielleicht Paris und ja, vielleicht sogar in Deutschland. Haben die da nicht in, ist da nicht in Nordrhein-Westfalen so eine riesige Fläche? Ist das nicht eines der größten Gelände? Aber ich kenne mich ja nicht aus. Also, das würde man finden. Wäre das ein Wahnsinnsgeschäft und wäre das ein wunderbarer Abschluss, da könnten die so viel verdienen, dass sie nie wieder auftreten müssten und die sind alle 80 oder werden demnächst 80 und viel mehr kommt dann auch nicht. Aber das wäre doch der fantastischste Abschluss, den es gibt, dass die sich zusammentun und wirklich nur die allergrößten Hits, McCartney, Beatles und Stones in einer Band nach all den Jahren des Streits. Es wurde ja früher so kolportiert, dass die in starker Konkurrenz waren, dass natürlich Blödsinn ist, die Beatles haben den Stones ihren ersten Song geschenkt. Ich weiß nicht mehr, nichts Besonderes, aber auf jeden Fall war, sie waren immer in freundlichem Wettstreit, aber kannten sich natürlich. Das wäre die Sensation. Nicht das McCartney, aber das ist doch völlig unwie, das hörst du ja nicht. Das ist ein Bassist, der spielt halt was. Nein, die musst du sehen. Und solange die noch halbwegs senkrecht sind, das wäre die absolute Sensation. Ausgewählte Konzerte, ich weiß nicht, 4 auf der ganzen Welt oder lass es 6 auf der ganzen Welt sein. Extrem teuer. Natürlich dann als DVD oder in der DVD. Das ist so wie Tapes aller. Also als Streaming-Event wird das dann live übertragen und das kann man dann hinterher abrufen. Ja, was meinst du, was das für eine sensationelle Geldmaschine wäre? Aber bitte, hört halt nicht auf mich. Apropos McCartney, ich habe Fotos von ihm gesehen, wie er in der, und so schließt sich das, wie er in der eben erwähnten Karibik Urlaub macht, und zwar auf St. Barts. Ja, aber so würde ich keinen Urlaub machen. Da ist also der Supermilliardär, einer der reichsten und berühmtesten Popstars aller Zeiten, der ist da zwar in exklusiver Atmosphäre in St. Barts, aber das ist ja total eng, das, weil am St. Barts, das ist zwar gut da, aber die Strände sind nicht wirklich gut oder breit oder irgendwie beeindruckend. Das ist da halt für die Karibik sowieso und auch allgemein ist es da sicher. Da sind nicht diese ganzen Arschlöcher, die versuchen, dich abzuzocken. Das ist da, also das haben die gut im Griff. Aber da ist der da mit anderen Leuten und dann liegt er da in seiner, diesem Lounge-Chairs da. Aber das, um den rum sind lauter Leute und das, ich weiß nicht, wenn das jetzt seine Posse ist, aber mir kommt es so vor, als wenn der da unter der, zwar reichen, aber trotzdem Öffentlichkeit ist, da muss der dann Urlaub machen. Ja, das tut mir ja fast leid für den armen Mann. Ja, kann man sich keine vernünftige Insel kaufen, so wie Mick, der sich, glaube ich, Mystique oder bei Mystique irgendwas gekauft hat und da dann Urlaub macht und dass man dann die ganze Zeit anglotzt? Sehr am Wohl von sehr, sehr reichen Leuten interessiert. Sicher habt ihr euch gefragt, wie jetzt nach gut einem Jahr meine Erfahrungen mit der neuen Waschmaschine sind. Denn ich hatte euch ja eingeweiht in meinen persönlichen Problemkreis, dass ich mir leider eine neue Waschmaschine gekauft habe, obwohl die alte völlig in Ordnung war, was ich aber nicht wissen konnte, da ich kein Waschmaschinentechniker bin. Und wenn die dann nicht mehr abpumpt, denke ich natürlich, die Waschmaschine ist kaputt und nicht dieses komische Ablaufding, was ich vorher nicht kannte, nicht wusste und keine Ahnung hatte, dass es existiert, der Simmer oder Siphon oder irgend so ein Scheiß, irgendwas Versifftes, da war irgendwas verstopft und die Waschmaschine war völlig in Ordnung. Ich hätte die noch 100 Jahre nutzen können. Und jetzt habe ich also dann ja erstmal, natürlich, wenn ich schon sage, ich will keinen Ärger, ne, klar, habe ich also diese Marke, wo ich jetzt, ah, das ist ja die beste Marke, die es gibt. Da habe ich Miele gekauft, um keinen Ärger zu haben. Und ich weiß jetzt inzwischen nach der Analyse, weiß ich nicht, ob es wirklich an der Maschine lag. Ich glaube nicht, sondern es lag daran, dass dieses Proletenpack, das das liefert vom Mediamarkt, das sind ja nicht, da stehen ja nicht Mediamarkt drauf und da kommen Leute in, weiß nicht, was sind die Farben, rot-weiß oder was, angefahren und liefern die seriös mit so einer Heberbühne, dass die da draufrollen oder senkt sich das ab und dann tun sie die auf die Karre. Na, das sind irgendwelche Grattler,
Weiber, die das an der Seite rauswuchten. Eine Waschmaschine ist nicht gerade leicht. Und der andere muss das dann irgendwie annehmen und dann bumm und dann rumpelt die runter. Das heißt, dadurch, dass die so schlecht transportiert wurde, hatte die einen Schlag und hat nicht funktioniert. Dann habe ich sie zurückgegeben. Ich habe natürlich da noch nicht so gesehen, dass das vielleicht an dem Transport lag. Dann habe ich halt gesagt, jetzt nehme ich eine andere. Ja, und die andere, das war eine Bauknecht, ganz modern. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja gut, wenn das dann hinterher drin leuchtet. Ja. Braucht man das wirklich? Der leuchtet halt. Und weiter. Ich habe vorher auch immer einfach, musste auch reingreifen, ob sich da irgendwas reingedingst hat. Also völliger Blödsinn. Und ich kann die immer noch nicht bedienen ohne Gebrauchsanleitung. Was gar nicht geht, dass man da so ein, also dieses gut riechende Tuning-Zeug, da diesen Weichspüler reintut. Und das funktioniert irgendwie nicht. Die schreibt einem genau wie die Regierung die ganze Zeit vor, welches Waschmittel man nimmt. Also Katastrophe. Die andere Waschmittel, die ich 10 Jahre oder was hatte, die war wunderbar. Das war alles in Ordnung. Die wäre noch ewig gelaufen. Aber ich wusste das nicht. Ich habe gedacht, naja, nach so langer Zeit ist die wahrscheinlich jetzt auch hin. Ja. Also eine Riesenscheiße. Das heißt, also das und ich, was ich so im oberflächlichen drüber gucken gesehen habe, wenn man jetzt den Herd kauft, da gibt es nur noch dieses mit dem Drauftatschen. Eine Katastrophe. Das Letzte, was ich will, ist ein Herd, der sich sofort anstellt, wenn man was draufstellt. Ich stelle die ganze Zeit was drauf. Das ist das Letzte, was ich nehmen würde. Das hatte ich in Spanien, dieses Ding. Da stellst du irgendwas ab und dann geht der Herd an, dass du dann Zimmerbrand hast. Katastrophal. Da läuft eine Fliege drüber und dann geht das Ding an. Ja, das ist ja wohl das Allerletzte. Also Küchengeräte, was ist verkehrt dran, dass man da so ein Draht dreht und das anstellt? Also ich hoffe, dass mein Herd noch geht, weil das wäre, den Horror muss ich nicht nochmal durchmachen, den ich da mit den Waschmaschinen durchgemacht habe. Ach, und ich hatte ja erzählt, dass ich mir ein Chromebook gekauft habe, was okay, funktioniert. Ich versuche es auch zu verkaufen. Das ist wie so ein kastrierter Computer. Da geht irgendwie alles Mögliche nicht. Du musst dich da irgendwie drauf umstellen. Es ist eh nur als Fünftgerät. Also es ist nicht, dass ich das brauche. Nur ich wollte es halt unterwegs dabei haben. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich immer in ein Hotel fahre. Das ist angeblich ein 4-Sterne-Hotel. Aber die sind irgendwie, die sagen, nö, es gibt kein Internet auf dem Zimmer. Man kann das irgendwie für teuer Geld dazu buchen. Aber so einfach, wie das üblich ist, ist es nicht, dass das da so in der Luft rumschwirrt und dass man sich da einfach einloggt, wie das überall üblich ist. Ja, aber das Hotel ist ganz gut. Deswegen habe ich gedacht, da bringt mir eigentlich das blöde Chromebook überhaupt nichts. Deswegen werde ich gucken, dass ich mir eins kaufe, wo man zwar auch so eine SIM-Karte reinstecken kann, für eben nur dieses Hotel, dass man da also notfalls über die SIM-Daten, wie heißt denn das, die Datenraten, LTE, bla bla, reinkommt. Da muss man immer wieder seine Google-Mail-Dingsbums da eingeben. Das ist so anstrengend. Ansonsten, ich meine, es funktioniert gut, es stimmt schon, aber irgendwie auch, dass man nichts auf dem Schreibtisch ablegen kann, das stresst mich irgendwie alles. Alles nur online, da diese Cloud-Dingsbums. Ich hatte das zwar gehört, aber irgendwie hatte ich mir das besser. Und dann die Anschlüsse. Ich habe versucht, das rauszufinden, was das für Anschlüsse sind. Es gibt USB A, B, C, dann gibt's Generation 2.0, Generation 3.1. Es gibt die erste Generation, die zweite Generation und die letzte Generation. Letztgenannte, das ist kein USB-Stick, sondern das ist so Schmutz, der auf der Straße klebt. Und dies ist nicht mit dem kompatibel und da musst du dann so ein Dings kaufen. Das ist schön, dass das oft weitergeht und dass sich das schneller macht und alles. Aber muss das wirklich so kompliziert sein? Ich wette mit euch, dass ihr nicht wisst, was ihr an euren Computern, ist es A, wahrscheinlich A nicht mehr, aber ist es Generation 2.0, ist es 3.1, ist es 3.1 erste Generation, ist es, oh, du wärst wahnsinnig mit diesem Scheiß. Und immer wieder amüsiert mich das, wenn die Leute bei den leichtesten Sonnenstrahlen, da laufe ich noch mit 2 Schals rum, ich habe Handschuhe an, ich habe noch die Wintermütze auf, ich habe die dicke Jacke an. Es ist dann so 4-5 Grad, wir werden ja nicht gerade verwöhnt von den Temperaturen. Dann sehe ich die Leute da in Dolphin-Shorts mit den Flip-Flops. Meine Vermutung ist aber immer, das könnte sein, dass die das auch bereuen. Das ist jetzt nicht so, dass die da jetzt unbedingt glücklich mit sind. Das ist meine Vermutung. Die haben halt gedacht, ach, die Sonne scheint, da wird's ja bestimmt warm. Nee. Haha, und welcher Film, den ich bereits vor mehreren Monaten angekündigt habe, ist ein gewaltiger, nun tatsächlicher Kultfilm geworden? Na, Cocaine Bear.
Es ist ein Riesenhit und irgendwie wusste ich das, dass das riesig wird, weil die Prämisse schon witzig ist. Genau das, was man glaubt, was es ist. Ein Bär, der eine Bündel Kokain irgendwo im Wald gefunden hat und es sich reingepfiffen hat. Oh, was könnte schiefgehen? Normalerweise, wenn ich was verschicke, dann gehe ich irgendwie einfach zur Post und dieses DHL, das funktioniert ja auch gut. Jetzt war da aber irgendwie ein Streik und da dachte ich, ja, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren, ob diese anderen so Hermes und wie heißen die, DPD und wie sie alle heißen, da sind ja so Shops, dann gebe ich das halt da ab, habe ich mir gedacht, ich musste was verschicken, die Platten, genau, ich habe ein paar Platten verkauft nach England, was natürlich auch nochmal komplizierter ist, weil das jetzt wieder alles mit teurer und nicht EU und Einfuhrbestimmungen und der ganze Quatsch. So, jetzt gehe ich da also in so einen Shop, da sitzt eine Innerin, locker, weil ich kann ja mit denen quatschen über alles Mögliche, weil ich war ja da. Und da hat die aber diese Räucherkerzen an. Ich hasse diese scheiß Räucherkerzen. Erstens sind sie krebserzeugend und zweitens, das erinnert mich an die Scheißzeit, als da diese scheiß Schillums rumgingen und alle immer gehustet haben und dann diese scheiß Räucherkerzen und diese ganze Hippie-Scheiße. Ich hab die Scheiße gehasst. Jedenfalls, also ich frag sie einen Tag vorher und sag mal, nach England kein Problem, kann ich das hier schicken? Ja, sagt sie, kein Problem. Und dann haben wir ein bisschen geplaudert und so. Nächster Tag komme ich wieder mit dem fertig gepackten Paket und will das also abgeben. Irgendwie geht jetzt plötzlich nicht. Ich müsste das nach Hause und ausdrucken, sage ich, aber ich weiß ja nicht, wie viel das wiegt. Ich habe keine, nicht mal eine Personenwaage. Also keine Ahnung, ein Kilo, zwei Kilo, mag ein Unterschied im Preis sein, weiß ich ja nicht. Sagte ja, und dann telefoniert sie rum und eine halbe Stunde stehe ich da in diesem scheiß Räucherkerzending. Also sie kann es nicht ausmessen. Ich sage, aber na, geht also, ist völlig unmöglich. Geht also nicht. Dann gehe ich zum DPD, da ist eine kurze Antwort, sagen, nee, wir machen das nicht mit der Ding, sondern das müsste ich ausdrucken. Dann denke ich, jetzt ist mir egal, vielleicht haben sie ja so einen Notdienst, dann stehe ich da halt 3 Stunden an. Nee, da gehe ich da hier in die letzte Post in meiner Gegend, das war eigentlich nur so eine Zusatzpost, die nur so für diese Gegend da gemacht, Olympiadorf. Jetzt haben sie 2 Postämter in Schwabing zugemacht, da muss jetzt jeder da ins Olympiadorf. Das ist für mich nicht so weit wie für andere und es ist immer voll. An dem Tag, es war ein Traum, wahrscheinlich, weil alle gedacht haben, es würde gestreikt. Und die Leute, oft fallen hier scharfe Worte gegen Leute, aber die Angestellten da, die haben es ja voll drauf. Also das ist ja der Mitarbeiter des Jahrzehnts sind die. Da stehen die Leute raus auf die Straße, was jetzt dramatischer klingt, als es ist, weil in das kleine Ding, da passen vielleicht 6 Leute rein, dann wirkt es da überfüllt und da stehen die halt, und jetzt gerade mit Corona, da standen sie dann draußen. Ist mir eigentlich lieber, als in so einem muffigen Postenamt zu stehen, die meiste Zeit. Da ging das völlig problemlos. Also diese anderen Lieferdienste komplett, also ich habe es noch nie versucht, weil ich immer da so routinemäßig hingehe. Ja, und jetzt weiß ich warum, weil da funktioniert das einfach. Dem sagst du das, der wiegt es, der sagt, kostet so und so viel, könntest du aber auch so machen, sag ich, nee, mach ich das. So, fertig. Einfach, simpel, problemlos. Bei den anderen, ja, musst du was ausdrucken. Dann wollten die bei Hermes, da wollten sie dann von dem Empfänger die E-Mail und, glaube ich, auch die Telefonnummer, schreibe ich dem, ja, so und so, bla bla bla, so ist das. Da sagt er, nee, dann cancel das, das will ich nicht rausgeben. Weil Leute machen sich ja immer so wichtig mit ihrer scheiß E-Mail. Ne? Das ist also wichtig, du. Ja, also nur noch DHL. Also das ist hier kein Commercial, das ist, ich wünschte. Ne? Aber ich spreche nur aus meiner Erfahrung und DHL, die Post zumindest hier, die ist sensationell. Zwischen Sizilien und dem Festland von Italien gibt es immer noch keine Brücke. Es ist nicht so, dass nicht Brücken in dieser Dimension gebaut werden könnten. Wir haben das in Europa oben da zwischen Dänemark und Schweden. Da gibt es ja diese Serie, die Brücke, also die amerikanische Version mit der deutschen Dings da, wie immer die heißt, Diana Dingsbums. Und dann gibt es die schwedische Version, die sind beide gut, kann man beide gucken. Und die fahren manchmal über diese Brücke, weil das irgendwie so eine Kooperation zwischen Dänen und Schweden ist. Und die müssen da dann ab und zu auch mit den anderen zusammenarbeiten. Und so. Also ich weiß nicht, wie lang die ist, aber das ist ja mehrere Kilometer. Also das sieht man ja da, die ist ja eindrucksvoll fotografiert. Das sind, ich weiß nicht, 5 Kilometer oder was. Ja, dann gibt's ja, Amerikaner sind die Könige des Brückenbaus. Die haben ja die 7 Mile, das ist die bekannteste wahrscheinlich in den Florida Keys, diese 7 Mile Bridge, also 14, also mal mindestens 12 Kilometer, vielleicht 13, ja, die also nur durchs Wasser fährt. Herrliche Strecke, wenn man es bei Sonnenschein fährt. Wenn die Sonne nicht scheint, scheiße. Das ist also, weiß ich, aus irgendeinem Grund, da macht es
viel aus, wie die Beleuchtung ist, ne? Und dann gibt's ja die Chesapeake Bay Bridge, bin ich auch schon gefahren. Also es ist möglich, so eine Brücke zu bauen. Jetzt ist es wohl so, dass das mehrfach in Italien versucht wurde und dann ist das Geld erstaunlicherweise immer plötzlich knapp geworden, weil es irgendwo versickert ist. Aber jetzt diese neue dynamische Ministerpräsidentin, heißt sie nicht Meloni sogar? Oder habe ich das falsch? Aber die macht mir einen recht patenten Eindruck, die Dinge vorantreibt. Bis jetzt. Ich weiß aber auch nicht im Detail, was die da vorhat. Also die sagen, es ist eine dringende Maßnahme und wir wollen also jetzt diese Brücke zwischen Sizilien und Kalabrien bauen. So, und jetzt würde ich, wenn ich ein Wettbüro kennen würde, das Wetten darauf annimmt, dann würde ich darauf wetten, dass diese Brücke nicht gebaut wird. Ich weiß aber nicht, ob ich eins finde, das diese Wette annimmt. Und es müsste natürlich seriös sein. Das kann ja nicht irgendeiner vorbeikommen, der irgendwie so eine Sonnenbrille auf hat und die Kippe mal und so, ja, kriegst dann schon, wenn die nicht gebaut. Natürlich, es muss in meiner Lebenszeit sein. Ja, nicht im 2300 oder was. Jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren. Hatte ich gesagt, dass die Meerenge, dass das ein Witz ist? Ich dachte, es wären genau 2 Meilen, aber ich habe es gehört, es sind nur 3,2 Kilometer. Also ich dachte, es wäre 3,6 Kilometer, aber es sind tatsächlich nur 3,2. Und das wird bis jetzt noch bedient mit Fähren. Also super langsam ist zu machen. Du stehst da halt rum, stehst da am Wasser, guckst ein bisschen rüber nach Sizilien oder guckst von Sizilien nach Dings und dann musst du da halt warten und dann fährst du irgendwie auf die Fähre. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das kostet das, was weiß ich jetzt gar nicht. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich weiß gar nicht, ob es was kostet. Ich glaube, das ist gratis. Bin nicht sicher. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Also kann nicht die Welt sein. Das ist halt wie im Mittelalter. Ne? Meine Vermutung war, dass die Italiener, die extremen Dünkel haben, wie auch die Franzosen, ja, wie eigentlich alle Länder, dass die mit den Typen in Sizilien nicht so direkt verbunden sein wollten. Außerdem solche großen Projekte, das haben sie in der Römerzeit mal geschafft, vor 2.000-3.000 Jahren. Aber in der letzten Zeit haben die keine großen eindrucksvollen Dinge mehr geschaffen, oder? Wisst ihr von einem? Und jetzt soll also diese Brücke gebaut werden. Und das wurde ja schon zigmal versucht. Das hat nie geklappt. Die Frage ist jetzt, wird es zu einer Fertigstellung kommen? Und ich sage, das wird es nicht. Wart ihr schon mal in einem dieser zwielichtigen Stripclubs in der Nähe von amerikanischen Flughäfen? Räudige Schuppen mit übel zugerichteten Mitarbeiterinnen. Sie haben Brandwunden, Pockennarben, blaue Flecken von ihren Assomackern und erzählen von ihren diversen Kindern, die ihnen das Sozialamt mal wieder weggenommen hat. Denn nichts turnt Männer in Stripclubs ja mehr an, als die echten Probleme dieser arbeitenden Frauen zu hören. Zum Beispiel, wie lange sie noch ihre elektronische Fußfessel tragen muss oder wie oft sie schon angeschossen wurde. In solchen Läden zucken natürlich Laserblitze und es donnert das Techno-Gewitter. Die drakonische, kampfgasartige Überparfümierung der Tänzerinnen dient allerdings dem Schutz der Kunden. In solchen Low-End-Schuppen kann es dir nämlich leicht passieren, dass die Tussen beim Lapdance furzen. Da steht nicht jeder drauf. Auch wenn dir Furzelina dann peinlich berührt versichert, dass asiatische Geschäftsleute dafür extra zahlen. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/Alben. Also halt. Knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now.